Hallöchen und Kannst willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ach, was für ein schöner Montagfeierabend hier, ne? Schatz, mach mal Ausrufezeichen, einen Witz. Ich brauche einen Witz jetzt, ich brauche was zum Lachen. Witz. Papa, was ist ein Alkoholiker? Siehst du die zwei Vögel da drüben auf dem Ast? Ein Alkoholiker würde vier Vögel sehen. Aber Papa, das, da ist doch nur ein Vogel. Flachwitz. Ha. Anne Max. Ah, gerade hatte ich keinen lesen. So, jetzt hat. Eine Marktfrau steht auf dem Hamburger Fischmarkt und schreit Schellfisch und Butt. Ein Kunde kommt an den Strand und verlangt 1 Kilo Schellfisch. Tut mir leid. Mir leid, Schellfisch ist leider ausverkauft. Warum schreien sie immer Schellfisch und Butt? Naja, meint sie. Stellen Sie sich mal vor, ich müsse nur den ganzen Tag rufen. Butt, Butt, Butt. Ah, ha, ha. So ein Flachwitz. Mein Lieblingsspielfucker ist der lange. Ist der Lebendige. Ha, ha, ha. Schatz, das könnte man aber auch falsch verstehen, ne? Du hast ja den Witz unbedingt aussuchen wollen. Chuck Norris kennt die letzte Ziffer von Pi. Ja. Eieiei. Du. Jetzt geht's aber ab hier, ey. Jetzt will's aber ja haben. Wie packt man mit der A-Klasse ein? Vor der Lücke fahren und einkippen. Zum Glück fahre ich keine A-Klasse. Ich fahre zwar einen Stern, aber keine A-Klasse. So, jawohl, da kommt schon einer. Das passt. Merke, man sollte im All kein Last Christmas singen. Der ist böse, der ist böse, ey. Man merke, man singt nie Last Christmas, ja. Im Auto, in den Autowaschanlage gibt es, ups. Gibt es jetzt ein neues Waschprogramm, speziell für die A-Klasse. Waschen, ah. Also das ist gemein, ey. Waschen, legen, föhnen. Oh, da kommt einer total an. So, 2,18 Euro. Vermute ich mal. Oh, 1,85. Was geht hier ab? Wer hat mir den Preis denn vorgeschlagen?
Ein Architekt, ein Physiker, ein Mathematiker haben die Aufgabe, mit einem bestimmten Länge Zaun eine Schafsherde einzuschneiden. Das geht zu verhindern. Leider war eben der Zaun zu kurz. Der Physiker berechnet. Außer Mars. Hä? Macht einen Haver voll, Mann. Ich tank doch nicht so billig, ey. Zwei blind am Kiosk, einer nicht laut, sagt der andere, mach mir bitte auch ein Bier auf. Schön böse, ey. Zu einem Stein. Weil der Bauingenieur da auf der Stein. Nein, Gott, ich bin nicht so hart. Du bist auch einer, ey. So, Abfahrt. Wie nennt man Delfin? Delfine in Unterhosen. Oh mein Gott. Ha ha ha. Nein. Ach ja. Gott, ach Gott, ey. Ganz schön schlimm heute, ne? Ja, du wolltest die Witze haben. Ich weiß, ich weiß. Waren ein paar gute dabei. Den Bot muss man aber jetzt ein bisschen mal ausruhen lassen. Tieflader.
Karlsberger. Komme gleich wieder. Alles klar, Maus. Ich bin mal gespannt, wie es da in Riak aussieht. Am Ort. Das wäre dann die dritte Fracht von 12. Hier hätte ich ja tanken können. Naja. Bin wieder da, hab mir was zum Trinken geholt. Mhm. Ja, Fläschelsche Bier bestimmt, hä? Mit zwei Schuss, du weißt was, ne? Dein Zitronengetränk ist leer. Nicht die Sinalco. Oh, ich wusste, ich hab was bei dir vergessen. Hole dir morgen ein neues. Wie denn, wenn ich nicht da bin? Spare dir lieber das Geld. Macht sie mir mal eine Sinalco da leer. Ich glaube, die säuft. Säuft die mir meine Sinalco leer? Mann. Brauch sowieso was zum Trinken. Ja, dann nimmst du das babsüße Zeug da oder was, aber... naja, umso schöner bist du für Freitag, ne? Wie sagt man so schön? Je süßer, desto hübscher. Hübscher. Ah... Hast du dir, Schatz, das Lied? Ah ja, muss ja wieder gesund werden. Ich kann keinen Tee mehr trinken. Thank you.
das Armsäck. Ich werde mal sagen, da kommt was mit Freibier da vorne. Schatz, ich stehe morgen um 8 Uhr auf. Schön, wenn du um 8 Uhr aufstehst. Soll ich dann mit so Püschel und dann dich erwecken? Gamingzone, moin. Na, alles klar? Der Lukas würde mitfahren am Halloween. Jawohl. Nur ich muss mich ja gerade ein bisschen konzentrieren. Ja. Ich bin gerade als Polizist da, deswegen. Ah, okay. Ah ja, okay. Wir haben den. Okay. Das war gerade durch Hamburg eine ganze Verfolgungsjagd. Okay. Durch, ja, mit 8 Polizisten. Also, er hatte absolut keine Chance. Absolut nicht. Das hätte. Und dann habe ich noch diese Stopsticks geschmissen. Also, ich hatte einen Reifenplatzen gehabt. Also bei ihm. Das hört sich ja an, als würde Justin ja kommen. Die Polizeiverfolgung. Als ehemaliger Cop. Commander, bitte, ja. Admiral. Admiral stillgestanden. Hä? Oh je, lieber nicht. Ach ja. Ja, man lernt uns langsam mal, aber sehr langsam der Pause, ey. Also heute wird's. Das wird ein verdammt langer Tag, ey, sag ich euch.